So, hallo, also willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Erstmal was trinken. Zu einer weiteren Folge Doom. So, wir stehen hier bei dem Tor. Nein, bei dem Tor hier oben, wo die 2 drüber ist. Ich kann mal ganz kurz für euch, weil das ja hier so ein bisschen Secret-mäßig ist, keine Ahnung, ob das irgendwas wichtig ist. Mache ich mal kurz hier. So. Der, den ihr zwar gesehen habt, ist einfach nur eine ganz normale 2. Mehr ist das nicht. Daraus folgt. Dadurch, dass man Landkarten immer so malt, dass oben Norden und unten Süden ist, denke ich mal, dieser Pfeil zeigt in Richtung Süden. Wir hatten letzte Folge gesehen, dass, wie kommt hier aus, nicht mehr aus, achso, da, dass das der Süden ist. Also, andersrum. Hier war noch so ein Ding, hier war das andere Symbol, das heißt, das ist Richtung Süden. Und wir stehen also jetzt quasi Richtung Süden vor dem Tor und müssen jetzt dann quasi runterlaufen, bis wir irgendwas erkennen, was irgendwie so hier aussieht. Da ist natürlich direkt ein Baum vor uns, sehr geil. Und ein Schild, das sieht aber nicht aus. Oder ist, nee, Schild ist aber nicht gemeint. Nee. Da ist wieder so ein, jetzt sind wir wieder hier. Aber ohne Tor. Gut, so viel dazu. Wir laufen im Kreis. Da ist wieder diese Dose. Wo ist das Tor? Aber kurz, letztens, als wir in die Richtung gelaufen sind, war dann auf einmal da das Tor. Hier geht es also einfach mal rückwärts. Oder doch nicht. Irgendwie kam da das Tor. Ach! Als wir in die Richtung gelaufen sind. Okay, jetzt ist wieder das hier weg, die Dose ist weg und da ist das Tor. So, also wenn da nicht Süden ist, oder andersrum, wenn die Map nicht dahin zeigt, dann heißt das ja offensichtlich, dass wir dann doch in die Richtung laufen müssen, was aber nicht wirklich... Ups, Entschuldigung. Was aber nicht wirklich Sinn macht. Direkt Herzinfarkt. Weil wie gesagt, ich dachte, weil da ja dieses andere Symbol war, was da auch gerade eben war, und da das Ding ist, dass das die beiden hier sein sollen und das bedeuten soll, dass dann... Da ist Norden, da ist Süden. Wir laufen wirklich in die falsche Richtung. Wir müssen in die Richtung laufen. Okay. Wir müssen durch das Tor und jetzt durch das Tor Richtung Süden. Da ist Norden. Wir müssen Süden. Okay, wir müssen nach Süden, bis wir auf irgendwas treffen. Ich weiß auch nicht, wie groß das ist. Da ist irgendwas. Das ist eine Apparatur. Die man nicht einschalten kann. Okay, halt, warum ist es verlaufen? Also, wir kamen so in der Richtung, in die Richtung kamen wir. Ist das das Ding? Ich meine, hier ist ein Kreis, da ist ein Kreis, da ist hier irgendein Kasten, da ist irgendein Kasten. Das da drauf sieht zwar nicht aus wie ein Hebel, aber ich meine, dahinter ist ein Hebel. Also könnte schon sein, dass das damit gemeint ist. So, das heißt, nach dem Hebel müssen wir nach rechts abbiegen. Jawohl. Wir kommen ja von oben, das heißt, links ist rechts und rechts ist links.
Wir müssen nach rechts abbiegen, bis wir auf irgendeinen Punkt kommen. Oh mein Gott, ich hab sowas von keinen Bock. Oh Gott, ist hier beschrieben, was ein Punkt ist? Nö. Gut, was habe ich jetzt gesagt? Wir müssen nach rechts. Nach rechts, bis wir auf irgendeinen Punkt kommen. So, da ist die Apparatur. Rechts ist genau, wenn wir so stehen, da. Hier haben wir wieder so eine Statue. Moment mal, vielleicht sind die Statuen die Punkte. Das kann natürlich sein. Das wäre ganz praktisch, weil dadurch, dass die so viereckig sind, hätte man da eine Orientierung. Alter. Warum schieße ich schon wieder? Das heißt, 90 gedreht, Grad, das ist genau da. Ja, wir sehen so also genau, wann wir uns 90 Grad drehen. Aber ich bin jetzt nicht sicher, ob wir es richtig... Warte mal, so kamen wir an. Und wir müssen jetzt wohin? Nach links. Ja, okay, also doch. So. Direkt auf den Stein zu. Ja, moin. Da ist wieder so ein Ding. Oh. Hier müssten aber drei Statuen sein. Hier ist nur eine. So, hier ist... Ah, Candles. Kerzen, Candles. Ah, okay. Also wir sind jetzt scheinbar im Zentrum dieser Map. Und wenn wir noch weiter gehen, gehen wir wieder nach Home. Aber ich glaube, das wollen wir nicht. Sondern wir sollen zur Pump Station. Und sollen aber vorher erstmal hier ins Warenhaus gehen. Das heißt, wir kommen von oben, müssen also nach rechts. Nach da. Da ist direkt ein neuer Punkt. Und jetzt beim nächsten Punkt müssen wir nach rechts. Bin ich richtig rotiert? Ja. So. Richtig ausgerichtet bin ich. Oh. Oh. Das nenne ich ja mal ein Warenhaus. Alter, das ist ja ein richtiges Warenhaus hier. Ich finde es halt nur, dass die ganze Zeit keine Monster sind. Warte mal kurz. Ich spreche erstmal und gehe mal drum herum. Okay, wir sollen offensichtlich nicht drum herum gehen. Ich gehe trotzdem mal drum herum auf dieser Seite. Exactly the same. Okay, dann gehen wir rein. Oh. Oh. I'm caring too much. Ernsthaft? Was soll das überhaupt? Achso. Oh. Schrotflinte. 29 haben wir wieder. Das ist so angenehm. Oh, noch ein Gewehr. Haben wir bereits. Wer hätte gedacht? Ein paar Revolver-Rounds. Revolver haben wir dabei, ne? Nehmen wir nicht dabei. Aber wir haben jetzt... Wo sind die Dinger? Ich sehe die gar nicht. Ach da, 50. Gut, aber die meisten Regale sind leer, also so viel ist es gar nicht. Hier ein bisschen Munition, da ein bisschen Munition. Ja, wow. Das war jetzt nicht gerade so viel. Wir müssen vor allem was abwerfen. 3 Gramm. Ganz ehrlich. Bye bye, 3 Gramm. Hier geht's noch. Ah, hier geht's noch weiter. Da blinkt was. Hier ist ein Gegenkopf. Oh, oh, wow. Ja, gut, die. Ja, das war klar. Hier geht's noch weiter. Oh.
Oh. Sind das jetzt die blauen? Nee. Das sind bloß die normalen. Ja, müssen wir gleich wieder mit ein bisschen Inventarmanagement machen. Oh. Gut, aber Revolver haben wir ja schon, ne? Da muss ich jetzt nicht extra nochmal einen mitnehmen. Das macht keinen Sinn. Sind immerhin 10 Pfund. What the hell? My game is broken. Oh. Kann es sein, dass diese Textur ein bisschen verkackt ist? Da ist ein ganz weißer, gerader Strich nach... Wow. Weight Skeleton. Great condition. Does not absorb any damage from attacks? Wow. This cast eventually disturbs whites across your whole body. Giving you the illusion that you can carry... Ah! Der verteilt das Gewicht von den Sachen, die ich dabei habe, auf dem gesamten Körper. So dass ich mehr tragen kann. Absorbiert aber dafür überhaupt keinen Schaden mehr. Gut, ich meine, die absorbieren gerade mal 20% Schaden. Die Frage ist, wie viel das bringt. Ich probiere es mal einfach mal ganz kurz. Du kommst weg. Wir haben noch eine ganze Heile. So, wir haben 180 Gramm. 240. Boah, diese Grafikeffekte sind schon scheiße. Ja, hier haben wir andere diese Grafikeffekte. Guck mal, da rechts davon ist ein Bild vom irgendeinem Lagerraum. Ja, und es ist wirklich genau da, wo das Bild ist. Aber nicht jedes Mal. Das ist ja fucked up. Ja, ich behalte mal eine für den Fall, dass wir die doch wieder ablegen müssen, weil die das, glaube ich, das Spiel verglitscht. Ich hoffe, es ist nur ein Anzeigefehler. Nicht, dass es den Spielstand versaut. Da kann ich ja die Revolver doch mitnehmen. Oh! Nice. Direkt ein bisschen mehr Stamina. Ja. So, hier waren wir jetzt beim Warenhaus. Das war ja ganz schön aufregend. Haben wir eigentlich die noch? Ja, doch, die haben wir jetzt dabei. Können wir die ja tatsächlich mitnehmen? Cool. Hätten wir doch die Pistole mitgenommen. Boah, Alter, ja. Also, das mit dem Grafikfehler, gut, ist es nicht so schlimm, weil es ist zum Glück hinter allen anderen Grafiken. Aber es ist da ganz schön, doch schon ganz schön, irritierend. Ich hoffe, wie gesagt, es ist nur ein Grafikfehler und nicht viel mehr. Hier sind die anderen. So, da geht jetzt in die Richtung müssen wir zurückgehen, richtig? Das heißt, wir kommen jetzt vom Lagerhaus und müssen dann nach links. Und dann können wir einfach geradeaus weitergehen. Das heißt, wir müssen einmal nach unten, dann nach links abbiegen, dann dreimal in die eine Richtung und dann wieder nach links abbiegen und dann zweimal in die andere Richtung zur Pumpstation. Das klingt doch machbar. So, hier ist direkt der erste Punkt. Der hier dann nach links abbiegen. Warum war das falsch? Da war doch hier im Bild der erste Punkt oder nach links abbiegen. Gut, wir sind jetzt irgendwo. Also genau, wir müssen wieder nach da laufen, damit da wieder das Tor entsteht. Da, jetzt.
So, wollen wir mal überlegen. In welche Richtung müssen wir jetzt? Genau, wir müssen noch da. So, wir sind jetzt also wieder da oben. Können wir denn nicht einfach nach links laufen? Die Frage ist, da ist die Pump Station und da ist der Startpunkt. Sind die beide miteinander verbunden? Also ist der Start gleichzeitig die Pump Station? Weil da ist zwischen kein Pfeil. Pump Station müsste ja dann irgendwo da sein, in die Richtung. Oh. Ja, fuck this. Ach, guck mal, jetzt wissen wir auch immer, wo das Tor ist. Bei den beiden Symbolen einfach nach links gehen. Dann kommen wir zu dem Ding. Das ist ja jetzt allerliebst. Gut, ja klar, stimmt, ist die ganze Zeit geloopt. Wir loopen uns ja quasi hier durchs Feld. Das heißt, wir können nicht einfach in die Richtung gehen und dann sind wir wieder am Start oder sowas. Sondern wir müssen jetzt hier runter. Dann nach rechts, nach links. Da müssen wir wieder auf das große Ding kommen. Bis zum Gerät, rechts, dann links. Gerät, wo bist du? Da bist du. So, bis zum Gerät, dann rechts, dann bis zum Punkt und dann links. Jetzt müssen wir wieder auf diese Kerzen kommen. Da sind sie. Bei den Kerzen angekommen, müssen wir jetzt nach links, dann zwei Punkte. Und dann wieder nach links, zwei Punkte. Ja. Nach links. Einer. Zweiter. Nach links. Einer. Und da ist die Pump Station. Alter, ich bin so froh, dass es auf diesem Abschnitt keine Monster gibt. Ich meine, gut, es ist zum Glück ein offenes Feld, so da kann man relativ gut ausweichen und so. Aber trotzdem. What the fuck? Oh. Und das war ein Save Point. Gut, dann, ich höre so ein Glitch. Okay, der Glitch war weg, denn da war das der Geist. Nee, ich höre es wieder. Es ist jetzt genau vor uns. Es ist hinter dieser Mauer. Achso, das ist auch bloß ein Geist. Okay, dann ist ja gut. Gut, hier ist relativ beengt alles. Aber wir haben zumindest einen Weg, um wieder rauszugehen. Und wir haben hier Kisten. Dann machen wir erstmal die Kisten. Logisch. Hm.
Ja, Energy Drinks. Für ein bisschen Stamina Boost. Das ist mal ganz geil. Na, Kleber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nochmal Kleber. Ich hätte nicht sagen dürfen, dass wir es nicht brauchen, ne? Ist das Wasser oder Wodka? Das ist Wasser. Okay. Ich würde sogar standardmäßig unsere Schrotflinte nehmen, weil wir davon. Erstens ist sie effektiver. Und zweitens haben wir davon 28 Schuss. Dann haben wir also ein bisschen was. Auch wir müssen da jetzt eh lang. Ich bin enttäuscht. Aber wissen wir zumindest, dieses Glitchgeräusch kommt wirklich von diesen von diesen Geistern. Nach links ist offen. Hier ist zu. Oh, da ist ein Gang. Oh. Und wieder so ein Böser. Der nicht rauskommt. Oh, noch einer. Gut, erstmal nur den einen. Boah, nicht stecken bleiben wollen. Nicht stecken bleiben. Oh. Oh, Salami. Die nehmen wir gerne mit. Ach, jetzt muss ein Zorn. Ach. Nur her, Junge. Wir müssen erstmal so ewig rumeiern müssen. Oh, noch einer. Ein Glück nur einer. Hehe, Noob. Okay. Gehen wir jetzt da lang oder erst da lang? Okay, ich glaube, wir gucken in meine nächste Folge. Safe. 0028. Und dann ja, bis zur nächsten Folge.